Ihr trefft euch auf einer Party. Ihr seid beide heranwachsend, wahrscheinlich junge Erwachsene. Ihr habt andere Leute gevögelt, aber es war nichts Festes. Ihr findet Ausreden, um euch zu treffen und gebt vor, Freunde zu sein. Sie hat ein kleines Muttermal auf ihrem Hals, welches dir auffällt, aber du erwähnst es nicht. Du erwischst dich dabei, wie du ein wenig an sie denkst, dann ein wenig mehr, dann die ganze Zeit. Du hast oft zu schlafen und zu essen, und was auch immer du zurzeit für Musik hörst, wird so an sie gebunden sein, dass in 20 Jahren jemand wieder dieses Lied spielt und für nur eine Sekunde wirst du dich erinnern, wie du dich jetzt fühlst. Irgendwann, wahrscheinlich ist Alkohol involviert, zieht ihr euch aus und jetzt bist du gefickt, weil sie dir unter die Haut geht. Du hattest keine Ahnung, dass dir ein anderer Mensch so wichtig sein kann und nichts kann das jemals kaputt machen. Und jeder, der dir was anderes sagt, ist ein Idiot. Du bist noch nicht einmal 20, aber du hast gerade die Liebe deines Lebens getroffen. Was ist das für ein Glück? Du steckst vermutlich zu wenig Zeit in deine Hausarbeiten und schläfst nicht besonders viel, aber das ist egal. Du lernst ihre Eltern gut kennen und sie lernt auch deine kennen und ihr habt jede Sexposition ausprobiert, die es gibt. Und Sex ist jetzt irgendwie eine Annehmlichkeit anstatt etwas, worüber du die ganze Zeit nachdenkst. Ihr habt große Pläne und nichts kann das jemals kaputt machen. Sie zeigt dir Musik, die dich vorher einen Scheiß interessiert hat, aber irgendwie magst du es jetzt. Du erzählst ihr von deinem Scheiß und sie tut sehr überzeugend so, als würde sie das interessieren. Ihr zieht zusammen, weil warum nicht? Ihr bleibt lange wach, ihr trinkt, ihr vögelt. Du schaust ihr manchmal am Morgen beim Schlafen zu und plötzlich fängt diese beschissene Liebespoesie, die man dir in der Schule reinwirkte, an, Sinn zu ergeben. Du glaubst nicht an Schicksal oder so etwas, aber du beginnst zu verstehen, warum einige Menschen das tun. Eines Tages schaut sie jemand anderes an und lächelt oder lacht und du fühlst diesen seltsamen Stich in deinem Kopf. Willkommen zur Eifersucht. Es ist ganz natürlich. Du erwähnst es nicht, weil du nicht völlig wahnsinnig bist. Sie fühlt sich wahrscheinlich genauso wie du und das ist nett. Ihr beide bekommt einen Job, ihr werdet gestresst, ihr werdet müde, ihr schaut eine Menge Fernsehen zusammen, ihr vögelt nicht mehr so viel, aber was hast du erwartet? Ihr redet davon, einen Hund anzuschaffen. Sie erwähnt einen Typen von der Arbeit, der ihr lustige E-Mails geschickt hat, und du entscheidest dich, ihn umzubringen. Aber erinnerst dich schnell daran, dass das illegal ist. Du fängst an, an Nachmittagen laufen zu gehen, und dir fällt dieses Mädchen auf, das gewöhnlich zur gleichen Zeit draußen ist. Sie ist ganz hübsch, aber egal. Ihr verbringt weniger Zeit am Abend miteinander. Du hast vergessen, wie sich die Schmetterlinge anfühlen. Du erwähnst das gegenüber einem Typen, der seit Jahren verheiratet ist, und er sagt dir, dass das nun mal passiert. Du kannst nicht immer verliebt sein. Das macht dir etwas Angst, aber es ist in Ordnung, denn alles wird gut. Und nichts kann das jemals kaputt machen. Du bist jetzt in deinen 20ern und einige deiner Freunde werden Architekten oder Doktoren und du nicht. Du wolltest was auch immer werden, aber du hast seit Jahren nicht geübt. Du fängst wieder an zu üben oder planst ein Geschäft aufzumachen oder deinen Master zu machen. Sie scheint völlig unbeeindruckt von der Idee zu sein. Sie fängt an, Babywitze zu machen oder redet darüber, ein Haus zu kaufen. Eigentlich willst du jetzt noch kein Haus oder ein Baby, weil du noch nicht das bist, was du sein wolltest. Und du bist bereits 25 und 30 sieht wie eine gefährlich nahe Zahl aus. Der Sex ist jetzt Routine und du fragst dich, ob es nur noch eine Aufgabe für sie ist. Ihr kommt beide noch und das ist nett, aber du fängst dir an, Sorgen zu machen, dass etwas fehlt. Ihr zwei experimentiert mit Unterwäsche und geht auf ausführliche Abenteuer, und das macht eine Weile Spaß. Du gehst öfter laufen und siehst dieses Mädchen im Wald wieder. Sie hat etwas Besonderes an sich. Sie hält an, um Luft zu holen und du ebenfalls. Du sagst Hallo. Sie ist klug. Sie durchschaut dich ein wenig und du magst das. Dann läufst du weiter und zwingst sie aus deinem Kopf. Aber du erinnerst dich, wie sich Schmetterlinge anfühlen. Du kommst nach Hause. Du kochst dasselbe Gericht wie gestern und vorgestern. Du redest nicht mehr viel. Sie erwähnt, dass der Typ von der Arbeit dich treffen will und du antwortest, dass der Typ 1000 Schwänze in der Hölle lutschen kann. Ihr sitzt eine Weile in peinlicher Stille und dann schaut ihr ein bisschen Fernsehen und ein wenig mehr Fernsehen und ihr lebt so für ein weiteres Jahr und das ist in Ordnung. Und nichts kann das jemals kaputt machen. Jemals. Einer von euch vögelt jemand anderen oder rastet ohne Grund aus oder erwähnt, dass er eine Pause braucht oder fängt an, Abstand zu halten. Oder hört auf, über die Zukunft zu reden, oder was auch immer es ist. Egal, ob du derjenige warst, der es beendet oder nicht. Du wirst niemals wieder mit ihr aufwachen, oder sie ausziehen, oder einen betrunkenen Streit über die Europäische Union haben, oder ob Hunde nach oben gucken können oder nicht. Du gehst ins Bett.
und plötzlich riecht es nach ihr, auf eine Art, die dir vorher nie aufgefallen ist. Musik ist scheiße, Essen ist scheiße, alle sind scheiße, egal wie nett sie zu dir sind, und du weißt, dass du einen schrecklichen Fehler begangen hast. Nichts kann das jemals kaputt machen, und jetzt ist es kaputt. Du trinkst eine Menge Whisky. Du kannst nicht mehr als ein paar Stunden schlafen. Jemand erwähnt, dass sie sich mit, wie auch immer er heißt, trifft. Du stellst dir kurz vor, wie sie vögeln, aber dann machst du etwas anderes. Du spielst eine Menge Videospiele und findest heraus, dass du immer noch Freunde hast und sie geduldig mehrere verfluchte Jahre auf dich gewartet haben. Sie hören sich deinen Scheiß höflich an, weil auch sie Trennungen durchlebt haben. Sie bieten dir ein paar nette Plattitüden, es gibt andere Fische, mehr, etc. Aber du glaubst ihnen nicht wirklich. Sie waren nicht so verliebt, wie du verliebt warst. Niemand war so verliebt wie du. Ihr sendet euch gegenseitig passiv-aggressive Nachrichten, wann du deine Gitarre zurückbekommst oder was auch immer, und ihr trefft euch, damit du dein Zeug holen kannst. Es fühlt sich gut an, sie zu sehen, weil du über das Ganze hinweg bist, und sie hat in keinster Form Macht über dich, und du wirst bald weiterziehen. Ihr vögelt. Und wortwörtlich eine Minute später realisierst du, was für ein dummer Fehler das war. Ihr vögelt eine Weile weiter. Du denkst darüber nach, wieder mit ihr zusammenzukommen. Sie fährt dich ein wenig bescheuert an oder du fährst sie an und plötzlich hörst du auf, über das Zusammenkommen nachzudenken. Ihr streitet. Du sagst schreckliche Sachen, von denen du dir nicht einmal vorstellen kannst, das zu einem deiner schlimmsten Feinde zu sagen. Du spielst etwas mehr Videospiele, du trinkst etwas mehr Whisky, du hörst etwas von Elias Smith. Es läuft gut mit einem Mädchen, das du auf einer Zugfahrt kennengelernt hast, aber du kannst den Gedanken nicht verarbeiten, dass du mit jemand anderem schläfst. Für eine kurze Zeit ernährst du dich gesund und gehst spazieren und entschließt dich, Pornos maximal 17 Stunden am Tag zu sehen. Du übst weiter an der Sache, die dir wichtig ist. Du wirst ziemlich gut darin. Du erinnerst dich daran, wie es sich anfühlt, menschlich zu sein. Jemand erzählt dir von einem plötzlichen Tod in seiner Familie und du realisierst, dass du absolut nichts hast, worüber du traurig sein könntest. Nicht wirklich. Über die Zeit drücken Leute mit ihren eigenen Schlussmachgeschichten raus und einige sind weit, weit schlimmer als deine. Und wieder realisierst du, dass du eigentlich nichts hast, worüber du traurig sein müsstest. Nicht wirklich. Und langsam, so langsam, dass du es nicht einmal merkst, wirst du wieder du selbst. Und eines Tages, aus dem Nichts, lädt dich das Mädchen, das du beim Laufen getroffen hast, auf ein Date ein. Und dir fällt dieses kleine Muttermal auf ihrer Schulter auf, aber du sagst nichts dazu. Und du hörst auf zu schlafen und zu essen. Und was auch immer du zurzeit für Musik hörst, wird so an sie gebunden sein, dass wenn in 20 Jahren jemand dieses Lied spielt, und sei es nur für eine Sekunde, du dich daran erinnerst, wie du dich jetzt fühlst. Musik hört sich wieder gut an. Essen schmeckt wieder gut. Gott, was war denn vorher los? Warum warst du so eine Flasche? Ihr trefft euch fast jeden Tag und du kannst dich nicht erinnern, dass du dich je so lebendig gefühlt hast. Wolltest du das nicht die ganze Zeit? Oder vielleicht wiederholst du nur die gleichen dummen Muster, aber mein Gott, fühlt es sich unglaublich an. Vielleicht ist das Ganze nur ein blödes Glücksspiel, aber das ist dir egal. Das hat dich letztes Mal nicht interessiert, und jetzt auch nicht. Da bist du dir sicher. Sicherer als alles andere. Und jeder, der dir was anderes sagt, ist ein Idiot. Denn nichts kann das jemals kaputt machen. Und nichts kann das jemals kaputt machen. Nichts kann das jemals kaputt machen. Nichts kann das jemals kaputt machen.